Heute machen wir zum ersten Mal eine richtig dicke Burger-Tour. Wir werden heute den einst besten Burger der Welt probieren. Allerlei Arten von Burger werden wir heute probieren. Ich werde mich heute nicht nur auf den klassischen Double Cheeseburger beruhen, sondern ich werde vielleicht auch mal ein bisschen experimentieren, ein bisschen was Neues probieren, um einfach der ganzen Burger-Experience noch ein bisschen mehr den Kick zu geben. Wie geht's? Good morning. Good morning. Good morning. 12 Uhr und wir starten mit Burger. Auf jeden Fall starten wir heute mit Willy's Kitchen. Boah, der Laden ist nice. Sieht aus wie so ein alter amerikanischer Burgerladen. Ja, man kriegt auf jeden Fall diese Amerika-Vibes. Ja, mal diese Verzierung an der Wand, so Harley-Davidson-Knöpfe. Also so auch diese alten Backsteine ist schon sehr, sehr süß eingerichtet. So, Freunde, die Karte sieht interessant aus. Man sieht hier echt ausgefallenere Kreationen, die, ich sag mal, hier in Ägypten, oder ich glaube, das ist trotzdem wirklich amerikanisch, dass man viele verschiedene Fleischarten auf dem Burger macht. Ja, das ist richtig, also ist richtig amerikanisch gemacht. Wir starten auf jeden Fall mit einem sehr klassischen Cheeseburger. Wir machen kurz die Bestellung und dann hocken wir uns an den Tisch. Glaubst du persönlich, dass es heute in unserer Burger-Tour einen besseren Burger geben wird als BRGR? Könnte sein, weil wir ja dann noch einen testen, der einst der beste Burger der Welt war. Das Times Magazine, das hat den Burger, also den Lucilles Burger aus Kairo zum besten Burger der Welt benannt. Das ist schon eine Ansage. In Kairo, speziell diese Filiale, wo wir heute hinfahren werden. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir haben einen schönen Burger, einen kleinen Pot mit Pommes und eine Pepsi-Flasche in Glas. Was ich sagen muss, ist, ich bin Fan von rohen Zwiebeln, aber das hier ist eine Nummer zu viel. Wenn die Pommes gut sind, dann spricht das schon mal für den Burger. Chrissy Crossi. Ah, Pepsi. Freunde, wir starten mit dem Burger. Wir schauen mal kurz rein. Das Brioche-Bun, es ist wirklich Brioche-Bun, ist gut innen angebraten. Dann, okay, dieser Amount auf Zwiebeln, wenn man das jetzt hier sieht, ist für mich voll okay. Dann der Käse. Mhm, gut. Dann unten, die Tomate unten, finde ich jetzt nicht gut, weil da ist das Anfangsstück der Tomate, das feiere ich nicht so. Es sieht ein bisschen aus hier unten wie ein Big Mac. Das Fleisch auch schön angebraten, nicht zu dick, nicht zu dünn, ist kein Smashburger. Mhm. Ich muss sagen, es schmeckt unerwartet anders, also schmeckt ganz anders, als ich erwartet hätte. Hat ein bisschen diesen Touch von dieser Big Mac Soße, aber ich muss nochmal. Der Käse, merke ich ein bisschen zu wenig von, also hätten die auch zwei Scheiben Käse draufpacken können. Zwiebeln, die rohen Zwiebeln drin sind geil. Tomaten, finde ich, muss man zwei Scheiben reinlegen und zwar wirklich dieses schön mit Fruchtfleisch, die Mittelparts. Also wenn man die Tomate anfängt zu schneiden, den Anfang einfach essen, bevor man den Burger packt, einfach so essen. Fleisch ist gut, ist rundum, sagen wir mal, ist ein Burger, den man essen gehen kann. Muss man rein optisch irgendwie schon sagen, dass er sehr groß aussieht, obwohl wir die kleinste Größe bestellt haben. Ich finde ihn eigentlich okay. Ich finde, hier schmeckt das Fleisch echt gut. Also das Fleisch hat wirklich Geschmack. Brot ist auch okay. Oben die Oberfläche ein bisschen rau. Ich mag diese weichen. Ich finde, bei diesem Burger merkt man, dass die hochwertige Zutaten benutzen. Es gibt Burger, bei denen man merkt, es ist so, so lala, Fleisch, so lala. Es ist ein guter Burger. Ich finde die Soße schön mild, aber trotzdem, dass sie Geschmack gibt. Also nicht ein bisschen was vom Big Mac, gell, richtig? Ich bin Royal TS. Du isst Royal TS Member. Wie sind die Pommes? Du, bisschen lapprig. Also der Maßstab von Pommes, McDonald's Pommes. Ich mag McDonald's Pommes mehr als Burger King Pommes. Sorry, ich bin leider Team Burger King. Deswegen macht man das Anfangsstück der Tomate nicht rein. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, es war ein rundum guter Start in unsere Burger-Tour. Das ist erst der Anfang und ich muss ehrlich sagen, es war ein starker Start, oder? Es war ein wirklich starker Start. Wir essen jetzt kurz diesen Burger auf, dann gehen wir raus und dann geht's weiter zum nächsten Spot. Ein paar Sekunden später. Was können wir zu diesem Burger sagen? Der Preis 3,56 Euro. Für diesen Geschmack, Wahnsinn. Das Fleisch, darauf müssen wir jetzt noch mal kurz eingehen.
war wahrscheinlich das beste Burgerfleisch, das wir in Kairo gegessen haben. Mhm. Vom Geschmack her. Aber ein rundum geiler Burger. Willy's Kitchen. Wir machen am Ende die Bewertung. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter zum nächsten Burger. Macht man das hier so in Ägypten? Nein. Nächste Station, Bacha's Burger. Ist anscheinend auch ein beliebter Burger. Vielleicht ist der Burger gut, vielleicht ist er schlecht. Schließlich machen wir heute die Tour, damit wir sagen können, wirklich, wir haben alles getestet in Kairo, was man testen sollte, um zu sagen, welcher der beste Burger ist. Ja, Freunde, man fährt hier durch diese Allee. Zwischen den ganzen Palmen, die zwischen den Straßen sind, ist einfach jede afrikanische Flagge, die sich gerade im Afrika-Cup befindet. Zumindest denke ich das. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke das. Nehmen wir Magdi auch einen Burger mit? So. Zweite Station, wir sind angekommen, Freunde. Bacha's Burger, neben Dippin' Dip. Hey, oh, Copyright, alles klar, dankeschön, ich muss drüber singen. Also Freunde, man kann hochgehen, die Musik ist natürlich sehr laut. Auf jeden Fall ein super süßer Laden. Richtig schön. Hier laufen so Parkour-Videos. Ein komplettes Motorrad hier reingestellt. Hat auf jeden Fall richtige American Vibes hier. Erster Eindruck von dem Laden, was sagst du? Sieht richtig nice aus, rustikal. Coole Einrichtung. Und die geben dir so Tischuntersetzer oder Telleruntersetzer, die so einen Holzlook haben. Finde ich auch ziemlich cool. Der ist zwar bei mir falsch rum dargelegen, aber... Karte gefällt mir nicht. Ich bin ehrlich, das Design der Karte ist jetzt nicht meins. Es gibt allerlei Sachen, Freunde. Ich kann euch nicht mal alles vorlesen. Die Karte ist so unübersichtlich, das mache ich gar nicht. Ja, genau. Hier kurzer Blick für euch, damit ihr auch abcheckt, was hier abgeht. Oh mein Gott, schau mal. Geiles Dessert, hä? Hier steht auch, dass es jeden Monat Burger of the Month gibt. Und der wird dann immer ausgewählt und man muss einfach den Kellner fragen, welcher Burger es dieses Mal geworden. Wollen wir vielleicht einfach sagen, hey, bring uns den Burger of the Month? Wollen wir einfach mal probieren? Ja, what is the Burger of the Month? Tahini Burger. Tahini Burger. Yeah. So it's with meat, tahini, yes. Like an Egyptian Burger. Yes. Und was möchtest du trinken? Hast du schon rausgesucht? Mint Lemonade Smoothie. I take water. Butter? Yes. Ein Tahini-Burger. Kam echt sehr unerwartet. Tahini ist Sesampaste. Typisch ägyptisch, würde ich sagen. Oder typisch orientalisch, arabisch. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin gespannt, wie dieser Burger aussieht. Und wie er schmecken wird. Weil Tahini hat einen sehr eigenen Geschmack. Weiß selber, dieses leicht bittere, was sehr lecker ist. Und ja, könnte interessant werden. Stößchen. Yes. Freunde, die Bestellung ist da. Wir haben einmal sehr süßes kleines Metallschälchen mit ein bisschen Pommes drin. Dann haben wir einmal Krautsalat und den Tahini-Burger. Sami hat jetzt schon direkt die Handschuhe angezogen und sie wird auch den Anfang machen. Erstmal die Pommes, oder wie? Immer erst die Pommes. Da bin ich nicht deiner Meinung. Erstmal der Burger und dann die Pommes, wenn noch Platz ist. Kannst du aufhören, die Regeln hier zu ändern? Auch wieder ähnlich, so wie McDonald's Pommes, wie so Fastfood Pommes. Aber sehr gut, also genau richtig crunchy. Bisschen wenig Salz, weil ich bin Mensch, ich esse die Pommes komplett ohne Mayonnaise, ohne Ketchup. Somit müssen die für mich gesalzen sein. Gottes Willen. Das haben wir uns gedacht. Sehr gut. Sehr gut, das war ein großer Biss. Mhm. So muss es sein. Ich muss ehrlich sagen, er schmeckt gut, aber es ist mir ein Tick zu viel Tahini. Es kann sein, dass es beabsichtigt war, weil er es Tahini-Burger heißt. Aber das Tahini ist mir zu intensiv. Also ich habe das Gefühl, ich schmecke nur Tahini und das war's. Handschuhe sind auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Der Burger liegt gut in der Hand, fällt nichts wirklich raus jetzt, also ist gut. Ich habe schon gemerkt, der erste Biss oder die ersten drei Bisse waren mit sehr viel Tahina-Soße. Was ist das für ein Salat hier? Es ist Rucola, gell? Rucola. Mhm. Egyptian Viagra. Ägyptisches Viagra ist Rucola. Klein gehackte Tomaten, kleine Essiggürkchen, dann das Patty, hat eine gute Dicke, so ein bisschen Zentimeter, würde ich sagen.
Dann hier Pickles drin, Essiggurken und Rucola. Rucola mit Tahini, finde ich, sind einfach zwei Sachen, wo zu viel Bitterstoffe aufeinandertreffen. Ich finde trotzdem, es ist ein guter Burger. Also man kann ihn wirklich essen, solange du jetzt keine Stelle erwischst, wo einfach zu viel Tahini-Soße ist. Was ich sagen muss, bei den zwei Spots, bei denen wir waren, ist mir das Brot, also sind mir die Buns einfach ein bisschen zu groß. Weil da ist man sonst so schnell voll. Das Brot ist dann so eine Wucht. No. So, Freunde, und jetzt probieren wir noch diesen leckeren Krautsalat. Ob er lecker ist, ich bin kein Krautsalat-Fan. Ja. Dieser Burger im Großen und Ganzen hat Samia und mich nicht überzeugt. Wir haben noch einen Cheeseburger für Takeaway bestellt, weil der Magdi hat schließlich auch Hunger. Er wird noch seine Meinung dazu geben. Dann haben wir wirklich ein abschließendes Ergebnis, ob Butcher's Burger zu empfehlen ist oder nicht. Bye, guys. Thank you. Bye, bye. Wow. Die letzte Stufe ist aber tief gewesen. Hello, see you. Delivery. Thank you. Schokolade. Cheeseburger. Uli. Reiß einfach auf, Mann. Muskille. Wow, wow. Wow. Über viel geben wir hier. Ja, aber. Er sagt, wenn die Handschuhe drin sind, ist bestimmt viel Käse drauf. Oh. Magdi, kannst du keinen Handschuh anziehen? This is here. Wahrscheinlich ist da noch mal in Plastik eingehüllt und dann noch mal in Papier. Ich schwöre noch mal in Papier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mashallah. حلوة؟ قوي جميل قوي جميل أحسن من كنتاكي كمان أوكي Er sagt besser als KFC, das ist ja schon mal was. Okay. Er hat jetzt ausführlich erklärt, die Mayonnaise gut, Brot gut, Fleisch gut. Er wollte aber zweimal, also doppelt. Und was hat er noch gesagt? Der Käse ist zu wenig, seiner Meinung nach. Und ja, und es ist besser als McDonald's und KFC und es ist gut. Jetzt geht's weiter auf der Reise, um den besten Burger der Welt zu probieren, laut dem Times Magazine. Alles schön sauber, tolle Buildings, genau. So modernes Kairo eher. Wo ist der Laden? Ich glaube hier rechts, oder? Warte, zu Fuß. Ja, hier rechts. Und für die Leute, die vergessen haben, welchen Burger wir jetzt probieren, der Burger heißt Minzburger. Also ich muss sagen, die Karte feiere ich mehr. Ich sage euch warum. Eine Karte, okay, zum leichten Verständnis. Der menschliche Kopf oder das menschliche Auge hat eine Funktion. Wir lernen das Lesen in der Schule, dann hören wir auf zu lesen, sondern scannen. So, das heißt, wenn ich so eine Karte sehe, okay, dann muss die leicht zu scannen sein. So, die Preise stechen direkt raus. Dann hier mit Farben, es ist einfach geil gemacht. Top, top Karte. Das war die Grundaussage, die ich sagen wollte. So we take one Mint's Original. Mint's Original. Passen vom Outfit zusammen. Drink, Samir könnte hier arbeiten. Wir haben den Mint's Original genommen. Single Patty served with American Cheese, Lettuce, Tomatoes, Onions, Pickles and our special Mint Sauce. Das heißt, die haben eine spezielle eigene Soße. Und ja, dazu natürlich wieder normale Pommes. Und das war's im Großen und Ganzen. Wir haben hier einen Burger. Auf den ersten Blick schönes, dickes Patty. Ja, ist sogar. No Eis, oder? No Eis. Shokran. Kuss geht raus. Als allererstes möchte ich sagen, der Service ist überragend. Pommes testen wir. Jo, McDonald's Pommes. 100% McDonald's Pommes. Im Großen und Ganzen gibt es mir jetzt auf jeden Fall einen Fast Food Look. Wir haben hier einmal rote Zwiebeln, Tomate drin, dickes, wirklich dickes Patty, das ist schon 1,5 cm. Oben Käse, dann unten Pickles und eine Cheddar Cheese Sauce, wenn mich nicht alles täuscht. Nein.
Das ist die spezielle Minzsoße. Ich bin ehrlich, also der Eindruck vom Burger ist gut. Der Boden ist mir ein bisschen zu fest, so vom Daumen drücken, wenn man das macht. Der ist nicht matschig genug. Aber wir probieren einfach mal. Das Brot ist komplett anders wie bei den anderen zwei Burgern. Viel süßer, also schon wirklich penetrant süß, schon wirklich gezuckertes Brioche-Brot. Trotzdem im Gesamten, Käse ist wieder ein bisschen zu wenig und das Fleisch-Patty ist gut, hat einen guten Geschmack. Aber ich würde mal sagen, Samir, probier du mal, sag mal du deine Meinung dazu. Nimm einen richtig tiefen Biss. Yes. Ich finde, das Brot ist gut. Ja. Wirklich gut. Ich mag so weiches. Kurze Werbeunterbrechung. Also, Brot ist wirklich gut. Was man hier sagen muss, es erinnert etwas an, also das Fleisch erinnert an so orientalisches Fleisch. Nicht so amerikanisch mäßig, weil es ist so orientalisch gewürzt. Ich habe auch das Gefühl, ich schmecke Zimt raus. Kamun, oder? Heißt es Kamun? Ne, das ist Kreuzkümmel. Wie heißt Zimt Erfa. Auf Arabisch? Erfa. Wachet Erfa. Oh, bitte. Gamil. Tamea. Sprachenlernen, Bubble. Meiner Meinung nach ist das Fleisch viel zu dick. Alles in allem so ein okayer Burger. Und ich denke, das trifft es auf den Punkt, es ist ein okayer Burger. So, Freunde, weiter geht's. Weiter. See you. Ja, Freunde, jetzt waren wir bei Minz Burger. War gut, war stark. Ich würde mal sagen, das Endergebnis gebe ich euch bekannt, nachdem wir, und haltet euch jetzt gut fest, nachdem wir den ehemalig besten Burger der Welt probiert haben. Das machen wir jetzt. Viel Spaß. Freunde, willkommen in Mahdi. Eine sehr, sehr unverhältnismäßig grüne Area in Kairo. Warum? Weil Mahdi liegt am Nil. Und man merkt, wie dieser Fluss, dieser Area, diesen Bereich von Mahdi einfach Power gibt von unten und die Pflanzen und alles, was grün ist, einfach aus der Erde geschossen kommt. Hier, oh, ist es der Laden? Ja, ja. Oh, Freunde, wir haben es geschafft. Der letzte Spot und der wahrscheinlich beste Spot in diesem Video. Hoffentlich verspricht er das, was er hält, er das, was er verspricht. Freunde, Lucilis, schauen wir rein und lassen uns überraschen. Let's go, get inside. Okay. Los, Siles. Ich will diesen Burger jetzt essen. Leider crowded. Ja, ist viel los. Egal. Restaurant seit 1995. The world best hamburger is in Egypt. Hier seht ihr es. Freunde, hier ist der Beweis. The world's best hamburger is in Egypt vom Time Magazine. Krass. Ist hier ein Platz frei, oder? Cool, dann hat man wohl seine Privatsphäre, weil diese Dinger so hoch reichen. Ich war hier schon mal, kann ich euch schon erzählen, ich war hier schon mal zum American Breakfast, weil das so ein richtiges American Diner ist. Und es war wirklich, also das war wirklich 10 von 10, ich kann mich noch erinnern. I want a I take cheeseburger. Cheeseburger. Yes. Tomato, lettuce, onion on the side. Yes. And do you have Cola Zero? Yes. Okay, Cola Zero. Ging jetzt sehr schnell. Wir haben direkt die Bestellung aufgenommen, weil wir wussten, was abgeht. Wir haben einen Classic Cheeseburger bestellt. Pommes kommen sowieso dazu. Ich habe sehr viel Vertrauen in diesen Laden. Dieser Laden, der ist es. Da bin ich mir sicher. Und ich glaube auch, dass dieser Laden die Chance hat, der beste Burger Kairos für mich zu werden. Ich muss jetzt hier auch wieder sagen, in der Karte ist sehr, sehr viel drin. Trotzdem wirkt die auf den ersten Blick, wenn man sie abscannt, übersichtlicher. Mit Bildern gearbeitet, anderen Farben von der Schrift, dicke, dünne gearbeitet, also ist eine coole Sache. Ich hoffe jetzt einfach, dass sie wirklich dieses typisch amerikanische Brioche-Bahn, geiles Patty und einfach schön sauber arbeiten, schön amerikanisch abliefern. Die sind auch sehr berühmt hier in Ägypten oder Kairo für ihren Cheesecake. Vielleicht probieren wir den noch. Okay. Nice to meet you, Amin. Habe ich das überhaupt bestellt? Nein. Sorry, Amin. I didn't order this. American coffee?
I didn't order. You didn't order? I ordered Coke Zero. I get, no problem, no problem. I'm sorry. Ja, Freunde, wir durften auch kurz in die Küche. Ich zeige euch einfach nur kurz ein bisschen, wie die Burger gemacht werden. Ey, das ist absolut Amerika-Feeling. Und da kommt auch der Burger. Wow. Amin. It looks crazy, eh? This is the best burger of the world. You have to taste it before. Okay. Ein sehr schönes Bun. Das Fleisch steht zwar nicht über dem Brot, aber trotzdem riecht gut. Der Käse sieht sehr geil geschmolzen aus. Was mir als allererstes auffällt, ist, die Essiggurken, die Zwiebeln, die Tomaten und der Salat sind nicht im Burger. Im Burger befindet sich nur die zwei Soßen, die wir gesehen haben, die sie reingemacht haben. Das Patty und Käse und das Brot selber. Jetzt haben wir genug geredet. Jetzt kommen wir zum ehemalig besten Burger der Welt. Und vielleicht wird es auch der beste Burger für mich. Boah, schaut wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Freunde, der Geruch. Ich mache das jetzt einfach. Ich denke, dass das so richtig ist und dass man das so macht. Zwiebeln. Schaut euch diese Tomaten an. Sieht das aus wie ein Anfang oder ein Ende von der Tomate? Nein, das ist die Mitte. Dann boom. Boom, meiner Meinung nach sind zwei Tomaten genau richtig. So, dann lege ich hier schön Salat rein. Probieren wir den ehemalig weltbesten Burger. Ich sag nichts dazu, du probierst jetzt, du musst schnell probieren. Ich nehme es jetzt vorweg. Das ist der beste Burger in Kairo, den ich hier sowieso gegessen habe. Ich finde ihn besser sogar als BRGR, ohne dass ich jetzt lüge. Das Fleisch hat Power, spürt man einfach. Der Salat, die Tomaten und die Zwiebeln, da man das im Nachhinein reingelegt hat, spürt man einfach, dass das schön kalt und frisch auf diesem heißen Fleisch und Käse ist einfach so heftig nice. Das habe ich noch nie geschmeckt. Noch nie, weil ich noch nie einen Burger so bekommen habe. Ich finde, der ist sehr lecker und ich finde auch den Käse, den sie gewählt haben, sehr lecker. Ich finde, der macht das alles nochmal ein bisschen mild und rundet es ab, also vom Käse her. Brot sehr, sehr gut. Richtig American Burger einfach. Ich habe das Gefühl, ich esse nichts Ungesundes. Die zwei Soßen unten, diese dunkle und helle Soße, wild, die Zwiebeln. Boah. Käse. Schaut euch das mal an. Wow. Ich weiß nicht, was das für ein Käse ist, aber wirklich lecker. Der Käse ist ultra mild und trotzdem käsig. Man hat es gesehen, als wir den Burger aufgerissen haben, wie der Käse diese Fäden gezogen hat und so. Das ist safe, Joshua. Das sieht man, siehst du? 12 Sekunden später. Das ist dieser klassische Cheesecake, oder? Das ist Non-Bake, also der ist nicht gebacken. Auf jeden Fall sieht der richtig schön frisch aus. Also vom Aussehen schon mal top. Oh mein Gott. So lecker. Very nice. Very nice. Is it good? Nice and really I will, creamy. Amin, bester Mann. So, Freunde, probieren wir den Cheesecake. Diese Cremigkeit ist krank. Schau mal, wie. Man kann nicht mehr reden. Really nice. How is it? Is it good? Yeah, 10 yes. out of 10. 10 of 10. Big. We make it in an oven. Also Freunde, ihr habt gehört, der Kuchen oder der Cheesecake ist doch gebacken. Für mich sah es aus wie No-Bake, ich bin ehrlich. Wenn wir Cheesecake-Spezialisten haben, schreibt mal gerne rein, was ihr gedacht hättet. Aber wie geht es denn? Wow. Wie gut, wow. Amin, bye. Shukran. Tell the owner, Shukran. Okay. Einer sagt einfach Luzifers. Habe ich Luzifers vor ihm gesagt, oder? Hä?
Geh mal hier raus. Du hast das erste Wort. Für mich war eher Butcher's Burger Platz 4. Dann kommt Minz Burger. Dann kommt Willy's Kitchen. Und dann Lucille's mit weitem Abstand. Und meine Abstimmung? Platz 4, für mich ganz klar Minz. Was man aber dazu auch sagen muss, ist, alle waren gut heute. Alle waren wirklich gut. Butchers, Willys und dann ist gefühlt erstmal ein Jahr nichts. Und dann kommt Lucille's. Platz 1 überhaupt von allen Burgern, die ich gegessen habe, ist der hier. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Folgt uns allen auf Instagram, uns allen, uns zwei. Uns allen hier. Ja, abonniert diesen Kanal, liken, kommentieren nicht vergessen. Kuss geht raus. Was heißt auf Arabisch, geh runter? Keine Ahnung. Wachet Erfa. Oh, bitte. Ganz kurz. Dieser Nachbar hier. Geh, hat gerade den Müll gefressen. Wie komme ich hier in unsere Wohnung, weil er aggressiv ist? Nein, mach geh da in die Ecke. Du musst die Jacke ausbreiten, wie so ein... Ja, wie für Stiere. Ja, genau. Wie für Stiere. Okay. Oh. Geh mal.